Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 bei mir auf dem Kanal. Wir spielen die Alpenmap Neu-Mini-Brunnen und zuvor möchte ich mich aber recht herzlich bedanken bei der Lina, der Nina, der Julia, der Tanja, der Sandra, dem Jul und dem Tim. Die haben mir nämlich diese wunderschöne Mütze geschenkt hier, die Baden-Farmer Cap, die ich jetzt bei jedem LS22 Video und Stream aufhaben werde. Und um das zu beweisen, habe ich jetzt nochmal ganz kurz das Video hier eingeblendet, die Facecam, denn wir machen jetzt ein Video nochmal hier von der Neu-Mini-Brunnen. Und wie gesagt, nochmal recht herzlichen Dank für die Mütze an die Jungs und Mädels, die sich das haben einfallen lassen. Hat mich sehr gefreut. So, wir legen jetzt los und zwar sind wir auf der Neu-Mini-Brunnen mit dem Klaas, mit dem Häcksler, den wir im letzten Livestream gekauft haben, den Jaguar 840. Und ihr seht es, ich habe in der Zwischenzeit das Schneidwerk vorne, das habe ich gewechselt, weil ich habe gar nicht gesehen, dass es wirklich tatsächlich hier auch einen, dem das Schneidwerk zu diesem Mod gibt. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, dann packen wir das dazu, dann ist das stimmig, dann sieht das gut aus, dann hat das was. Und wir sind jetzt hier sozusagen in den letzten Zügen, das Maisfeld hier zu häckseln. Ich habe auch in der Zwischenzeit Siliermittel eingekauft, damit der Häcksler auch schön voll ist. In der Zwischenzeit habe ich, wir machen mal den Tempomat an, da oben das Sonnenblumenfeld bereits auch geerntet. Ich habe das Sojafeld schon geerntet und ich habe hier auch die Felder schon mal gepflügt und vorbereitet, weil so wie es aussieht, muss man tatsächlich das Feld pflügen. Und wenn man dann eben die Saat ausbringt, dann kriegen wir tatsächlich den Wert für die Bodenbearbeitung auf 100. Und somit sind wir jetzt bei 12%. Jetzt parallel dazu, wenn wir hier fertig sind, werfe ich dann nochmal den Drescher an, denn der steht auf unserem Ackergrasfeld und arbeitet dort. Und den werde ich gleich anschmeißen, wenn er hier die Bahn wechselt. Und mit dem großen Valtra laden wir das Ackergras mit dem Ladewagen ein und bringen es auf jeden Fall mal in unser Silo. Denn ihr wisst ja, wenn man mit dem Drescher Ackergras erntet, dann wirft er hinten wunderschönes Heu aus und kein Gras. Und das hilft uns natürlich, da wir ja mittlerweile mit den Kühen ganz schön, also der Stall ist fast voll. So, er darf jetzt erstmal wenden. So, dann springen wir nämlich hierher. So, Motor an und dann lassen wir ihn hier nämlich arbeiten auf dem Feld. In der Zwischenzeit, dann kann er hier noch ein bisschen Ackergras ernten. So, wir wechseln. Zwei Bahnen, dann sind wir hier durch. Und ich habe das jetzt auch mal ein bisschen hier angetestet mit dem. Wir haben da hinten ja ein Zugmaul, das seht ihr ja hier an dem Jaguar. Und wenn, es gibt ja so einen schönen Mod, da kriegt man 200.000 oder sogar 250.000 Liter in den Anhänger. Und den Mod gibt es nicht nur als, ich sage mal, Einachser, sondern eben auch hier mit Drehschemel. Und mit dem Drehschemel, da klappt es eigentlich ganz, ganz wunderbar. Also für alle, die eben hier mit der Konsole unterwegs sind und mit dem Helfer arbeiten wollen, so ein großes Feld dann eben dann zu häckseln, dann funktioniert es mit dem entsprechenden Omatana-Mod, dem Lizard XXL oder wie das Ding nochmal heißt. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Müsste ich nochmal nachsehen. Wir könnten aber auch gleich mal nachsehen. Ich zeig's euch gleich. Augenblick, Augenblick, Augenblick. So, während er hier nämlich ablädt, weil der braucht immer auch ein bisschen. So, wenn wir hier in die Anhänger gehen und gehen mal ganz, ganz nach hinten, dann finden wir hier diese Mods hier, den Trailer TARDIS XL und den gibt es eben als normalen Anhänger, hier zwei Achser, nicht ein Achser, zwei Achser oder dann eben auch als Drehschemel und ihr seht es, 250.000 Liter würden da reinpassen, das ist hier die normalere Version und da, der würde sich natürlich anbieten, um mit dem Häcksler komplett übers Feld zu fahren und da muss man den nicht abtanken und das wäre natürlich, ich sage mal, ein Kompromiss, damit wir ordentlich mit dem Häcksler arbeiten können. So, also sprich mit dem Helfer und nicht eben nebenher fahren müssen. Ups. Augen auf im Straßenverkehr. So, da steht noch unser Schneidwerkswagen. Und hier habe ich ja mittlerweile ja auch einen ganz kleinen Weg hier reingebastelt, damit wir hier direkt aufs Feld kommen. Da war immer so ein ziemlicher Huppel. So, dann schauen wir mal, ob wir nochmal abfahren müssen oder ob er das hinkriegt.
Yep. Also wir sind im Oktober und ich habe jetzt auch ein bisschen die Zeit auf langsam gestellt, denn es gibt noch viel, viel zu tun. Wir müssen die Felder noch ein bisschen herrichten. Ob ich noch in die Aussaat gehe, ich glaube weniger, weil ich möchte auf jeden Fall im nächsten Jahr einiges an Sonnenblumen und an Mais anpflanzen. Und wir haben ja noch dieses Feld in der Nähe der Werkstatt bzw. unseres Händlers. Und ich denke, da werden wir ebenfalls Mais anpflanzen oder eben die Sonnenblumen, weil wir dann mit dem Drescher oder dem Häcksler direkt dorthin fahren können, ohne Schneidwerkwagen. So, ich glaube, jetzt müssen wir den von Hand umsetzen, weil der wird jetzt natürlich nicht den Rest da drüben noch finden, aber einen Buschen haben wir noch auf dem Feld. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was er macht. Sollte der wirklich so clever sein? Und da haben wir natürlich wieder unsere Rehe. Jo, unser Wild ist wieder unterwegs. Ganz schön wild. Ah, okay, ich weiß, was er vorhat, oder? Ah, nee, er wechselt. Sehr schön. Naja, okay, okay, okay. Jo, jetzt stehen wir ein bisschen im Weg, ne? Okay. Dann fahren wir einmal hier rum. Hier haben wir ja schon das Feld vorbereitet. Ihr wisst ja, nach dem Mais muss gepflügt werden. Der Vorteil ist natürlich in Anführungszeichen, dass wir dann auch kein Unkraut auf dem Feld haben. Ja, das passt soweit. Also ich muss sagen, der Häcksler ist eigentlich ganz okay, gerade auch für die Größe der Map. Passt das Ganze, glaube ich, ganz gut. Und mit 100.000, das Schneidwerk vorne nochmal 30.000, ist das Ganze auch wirklich erschwinglich. Okay, wir haben nur 4,50 Meter Arbeitsbreite, aber ich denke, für die Feldgrößen hier, da tut's das. Absolut. Und das Ding macht auch einen ordentlichen Krach. Und wir haben noch ein bisschen Luft nach oben, was das Thema Motorisierung angeht. Also da können wir noch ein bisschen was machen. Müssen wir mal schauen, wie er sich hier am Berg verhält. Quer ist jedenfalls kein Problem. Und mit dem 4,50 Meter Schneidwerk kommt er auch ganz gut zurecht. Sehr gut. Okay, dann bringen wir das Ganze jetzt noch weg. Und dann können wir anfangen. So. Augenblick mal, was macht er da hinten noch? Macht er noch was? Nein, er steht. Sehr schön, sehr schön. Der Ladewagen mit dem Waldrad da oben rechts, der links steht übrigens auch. Oh, meine berühmte Rechts-Links-Schwäche. Sudele. Und dann packen wir aber erstmal den Häcksler ein. Der kommt dann in unsere große Halle mit dem Drescher. Da haben wir dann das die Großfahrzeuge sozusagen. So, und der Hänger, da müssen wir mal uns überlegen, was wir damit machen. Aber ich würde ihn nochmal behalten wollen. Der ist nämlich nur gemietet. Okay, wir müssen hier Platz machen, weil hier kommt ja dann das Heu rein von unserem Ackergrasfeld. Dann denke ich, dann können wir den jetzt erstmal, wo parken wir denn den am schlausten? Das Ackergras müssen wir ja auch abtanken, fällt mir gerade ein. Also brauchen wir den ja eigentlich auf dem Feld. So, dann fahren wir erstmal rüber. Ja, so geht uns die Arbeit nicht aus. Der Fendt immer schön unterwegs. Und da hat wieder einer die Arbeit erfolgreich beendet. Und das wird der Drescher sein. Und da sind wir doch rechtzeitig da, um den abzutanken. So. Schauen wir mal, ob das reicht. Ja, das sieht gut aus. Sehr gut. Dann jetzt erstmal wieder zurück hier zu dem Kollegen. Motor an. Das Rohr eingefahren. So, vorne eingeklappt. Und dann fahren wir damit mal in die Halle. Sehr schön.
sehr, sehr schön. Und wie gesagt, in der Zwischenzeit sind unsere Bäume auch erntereif, unsere Fichten oben am Berg in unserem Forstgebiet. Und da, denke ich, werde ich in der nächsten Folge anfangen. Aber jetzt will ich hier erstmal alles soweit fertig machen, denn wir haben ja auch noch ein Grasfeld zu ernten. Das müssen wir auch noch machen. Sudele. Und dann muss ich mir auch langsam Gedanken machen, wie wir mit unserer Gülle umgehen. Denn ich habe zwar jetzt einiges an Gülle ausgebracht, aber... Ja, da brauchen wir, glaube ich, nochmal ein Gülle-Lager oder irgendwas ähnliches. Da werde ich mal ein bisschen antesten. Ich glaube, das passt so. Der ist überhaupt gar nicht richtig dreckig geworden. Der ist gar nicht richtig warm geworden, habe ich so den Eindruck. So, wir fahren hier durch die Halle. Durch die Halle, Halle, Halle. Und ein bisschen Material habe ich auch verkauft, damit wir also jetzt wieder im Plus sind. Wir haben also keine Schulden. Wir sind mit diesen 49.000 im Plus. Milch habe ich verkauft, das war richtig lukrativ. Und wie gesagt, der Kuhstall ist bald voll. Ich bin aber auch am Überlegen, ob wir für dieses Gerät... So, nicht zu weit rüber, weil sonst kommen wir nämlich nicht raus. Ich bin am Überlegen, ob wir mit dem Gerät nicht spaßeshalber Gras häckseln. Weil wenn wir dieses Feld jetzt hier mähen, dann könnten wir ja vorne für das Gerät hier den Grashäcksler dran machen. Und dann könnten wir mal spaßeshalber mit dem Anhänger das Ganze machen. Okay, jetzt aber erstmal rüber zum Fendt bzw. zum Valtra. Denn wir müssen auf jeden Fall hier auch fertig werden. So, einladen. Ja, vorsichtig hier rüber. Ja, da hängen wir jetzt am Zaun. Jetzt passt's. Okay, dann bringen wir das nämlich erstmal zum Schneidwerkswagen. Dann wird das Gerät geputzt. Ja, ist halt trotz allem hier ein bisschen wenig Platz. So, Augenblick, Augenblick, Augenblick. Nicht rechts am Baum hängen bleiben. Nochmal kurz zurücksetzen. So, wir haben ja zum Glück die Option der Vogelperspektive. Und stopp! Noch ein kleines bisschen. Das passt. Wir werden den Schneidwerkswagen mit einem Traktor dann abholen, mit einem Schlepper. So, der Kollege wird jetzt erstmal wieder geputzt und dann kommt er in die Halle, weil ich denke, wir sind jetzt erstmal fertig. Ja, natürlich, wir müssten fertig sein, haben keine Früchte mehr auf dem Feld. So. Zack. Dann machen wir den erstmal sauber. Das machen wir sowieso viel zu wenig hier, Maschinenpflege. Haben wir das dreckige Zeug irgendwo hingestellt. Ja, Tank ist noch voll. Ups, ja, da sehen wir ja nichts. Ups, und da sehen wir tatsächlich nichts. Augenblick. Ja, das Teil braucht eine Rückfahrkamera. So, erstmal nach vorne und dann einschlagen. Ich habe mir auch überlegt, den Göweil, den können wir natürlich wunderbar, denke ich, oben dann auf dem Wiesenfeld. Für hier unten müssen wir mal schauen, ob wir hier unten überhaupt noch Wiese machen. Oder Silage. Das, da bin ich nochmal überlegen, weil dann würden wir uns für hier unten im Tal einen Wickler holen, einen kompletten, also eine Presse mit Wickler. Und den Göweil, den könnten wir natürlich immer noch für oben am Berg benutzen. Ah, jetzt sind wir doch hinten hängen geblieben, oder? Oder wo sind wir hängen geblieben? Ah, hinten im Rohr vermutlich. So. Okay. Soweit, so gut. Das ist unsere Halle fürs Großgerät. Dann sprinten wir mal über. Achso, da ist ein Zaun. So, da haben wir auf jeden Fall noch jede Menge Material hier einzusammeln. Okay, Siliziummittel ist auch noch vorhanden. Dann ab geht die Post. Dann haben wir was? Was haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bahnen. Okay, da werden wir das Heu dann noch ein bisschen einsammeln.
Und die Option mit dem Häckseln, es müsste ja eine größere Füllmenge sein, beziehungsweise wenn man ja das Gras häckselt, dann wird das natürlich kleiner und wenn ich das richtig weiß, dann müsste das auf jeden Fall besser gären und dadurch müsste eigentlich ein höherer Ertrag zustande kommen. Können wir auf jeden Fall mal austesten, weil wie gesagt, für den Häcksler gibt es relativ günstig so einen Schwarthäcksler. Da müssen wir natürlich erst eine Schwarte legen mit unserem Mähwerk, aber das ist ja kein Problem. Und dann könnten wir das Ganze häckseln. Und zwar, wie gesagt, mit dem Helfer wird das natürlich nicht gehen. Da haben wir nicht die Möglichkeiten hier auf der Konsole. Da müssen wir dann selber fahren. Aber wenn wir natürlich den Anhänger, den Drehschemel hinten dran haben, dann müsste das gehen. Und ich denke, das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge dann austesten. Und ich denke, auch in der nächsten Folge werden wir dann mal langsam beginnen, wenn möglich, mit dem Abholzen unserer Bäume. Da werden wir dann natürlich wieder ein bisschen Geld aufnehmen müssen, weil, wie gesagt, das Thema Forstarbeit, Forstwirtschaft würden wir dann erstmal ad acta legen. Denn wir machen dann da oben aus dem Feld ja eine schöne Wiese, eine schöne Alpenwiese, schön am Berg und werden uns dann Maschinchen holen, direkt für den Berg zum Mähen und um Heu zu machen. Je nachdem müssen wir mal schauen. Und da werde ich natürlich dann auf Geräte aus dem, ja, ich sag mal Alpen-DLC zurückgreifen. Und da werden wir dann entsprechende Arbeiten durchführen. Und ein weiterer Kuhstall könnte ja dann eben da oben nicht schaden. Denn früher oder später werden wir auch die Molkerei brauchen und dann werden wir so langsam aber sicher auch hier auf dieser Map in die Produktion einsteigen, nicht nur wie auf der Zilonka. Und ich muss jetzt auch zu meiner Schande gestehen, ich habe gesehen, dass wir jetzt schon längere Zeit gar keine Zilonka-Folgen mehr produziert haben. Da wird natürlich jetzt auch langsam was kommen, denn dort habe ich auch ein bisschen schon vorgearbeitet und einiges gemacht und eine Mühle gekauft. Lasst euch also überraschen, ich habe uns eine Mühle gekauft, um Getreide zu Mehl zu verarbeiten und natürlich eben Sonnenblumen und Raps zu Öl, was wir ja brauchen, wenn wir die Kartoffelfabrik kaufen wollen, um dann Kartoffelchips herzustellen. Jo, also das ist so der Plan auf der Zilonka. Da werden wir also dann ganz groß einsteigen. Und die Mühle habe ich schon gekauft und habe auch schon das erste Mehl hergestellt. Lasst euch überraschen. Und wir fahren das Material jetzt erstmal ab, denn ich denke, wir müssen so oder so nochmal hochfahren. So, müssen hier vorsichtig sein. Das Gerät ist groß. So, da müssen wir ausholen hier. Aber auch nicht so weit, denn ihr wisst ja, Heck schwenkt aus. Ja, der Pöttinger ist ja schon ganz schön groß hier auf dieser Map, beziehungsweise auf diesem Hof. Aber da kriegt man natürlich dann auch ein bisschen was weggeschafft. 33.000 Liter und 70 haben wir... 70% haben wir erst. So, wir schauen mal kurz in die Produktion. Wie sieht es denn aus? Okay, Wasser haben wir hier genug. Und mittlerweile haben wir 62.000 Heu. Das lassen wir auch drin, genauso wie das Stroh. Das brauchen wir ja zum Einstreuen für die Schweine. Aber auch damit können wir wesentlich oder deutlich schneller natürlich auch unseren Futtermischwagen beladen bzw. abfüllen. Das Häckselgut, das wird jetzt hier komplett verarbeitet zu Silage. Und ihr seht, wir haben schon 763.000. Also auch hier, ich denke, im Dezember oder Januar wird verkauft. Und dann kommt hier richtig Geld rein, zusammen mit dem Häckselgut. Und dann können wir also richtig loslegen im neuen Jahr. Weil dann haben wir echt Kohle. Und dann werden wir hier richtig expandieren können, auch mit neuen Geräten, neuen Maschinen. So. Schauen wir mal, dass wir hier nicht zu sehr über die Ecke fahren. Wunderbar. Und ab die Post.
So, das soll es also gewesen sein für diese Folge. Ich sage nochmal danke fürs Zusehen. Ich sage aber auch nochmal Lina, Nina, Julia, Tanja, Sandra, Jul und Tim nochmal recht herzlichen Dank für euer Weihnachtsgeschenk, für die neue Baden-Pharma-Mütze. Und wünsche euch noch schöne Tage. Falls wir uns nicht mehr sehen, einen guten Rutsch ins neue Jahr, einen guten Start in 2024 und bis dahin, wie gesagt, wünsche ich euch alles Gute und sage Tschüss, Ciao, Cheerio, euer Baden-Pharma.